Fraktion ist der letzte Redner in der Debatte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man mit normalen Durchschnittsbürgern auf der Straße spricht, dann sagen die einem, die Ampel, die streitet doch nur die wirklich wichtigen Sachen für Deutschland, die geht sie nicht an. Die beschäftigen sich doch nur mit abstrusen Identitätsthemen, die niemanden interessieren, wie oft man sein Geschlecht wechseln kann oder wie man am besten kiffern kann. Sie machen unser Land zum Gespött der ganzen Welt. Im Rahmen meines Medizinstudiums hatte ich ein Blockpraktikum in der Psychiatrie in der Münchner Universitätsklinik. Und ich habe damals in einer Abteilung gearbeitet, wo viele Menschen mit Psychosen und Schizophrenien behandelt worden sind. Und die meisten dieser Menschen, die massiv betroffen waren, waren junge Menschen, die davor intensiv Cannabis konsumiert haben. Und wenn man dort mit den Psychiatern spricht, dann sagen die einem, ja, das liegt daran, dass Menschen, die noch keine voll abgeschlossene Hirnentwicklung haben, und das ist oft bis zum 25. Lebensjahr der Fall, durch den Cannabiskonsum massiv geschädigt werden. Und wenn Sie vom Jugendschutz sprechen und das Cannabis den Jugendlichen leichter zugänglich machen, dann ist das lächerlich. Sie versündigen sich an der Jugend unseres Landes. Und lieber Kollege Pilsing, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Pilsinger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin sehr froh, dass Sie auch als Experte auf die Gefahren von Cannabiskonsum hinweisen. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich etwas gefunden habe, ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung, dessen Passage ich aus dem Wahlkampf 2017 gerne kurz zitieren würde. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pilz brauen lassen. Der 30-Jährige ist aber niemand, der der Gesundheit wegen zu allzu großem Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal. Ja, Pilsinger findet deshalb nichts dabei, seinen WLAN auch mal im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu verzapfen. Lieber Herr Pilsinger, ich freue mich über Ihre liberale Einstellung bei dieser Droge. Vielleicht kommen wir für den nächsten Wahlkampf zu einer liberalen Einstellung bei der nächsten Droge. Wollen wir vielleicht nicht diesen Weg gemeinsam bestreiten? Lieber Herr Kollege Mauthaus, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema Alkohol und Zigaretten ansprechen. Ich sage Ihnen eins, dieses Bier haben wir damals gebraut und wir haben das in einer geringen Stückzahl auf einer Veranstaltung von uns getrunken. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ich sage Ihnen auch eins, das Thema Alkohol und Zigaretten ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Und es wird zu viel konsumiert. Aber, Herr Kollege Mauthorst, das ist doch kein Argument zu sagen, wir haben da zwei gefährliche Drogen, gerade für Jugendliche und Kinder, und deswegen brauchen wir weitere gefährliche Drogen. Wir wollen eine Welt mit weniger statt mit mehr Drogen. Und Ihre Konsequenz ist doch, wenn Sie sagen, ja, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich, jetzt brauchen wir auch noch Cannabis, weil es ja nicht mehr gefährlich ist. Welche Droge wollen Sie eigentlich als nächstes legalisieren? Kokain, LSD, was ist das Nächste? Ich muss Ihnen sagen, Sie haben ja die Freiberufler und andere Klientele verloren. Sie sollten sich nicht bei den Dealern ein neues Klientel suchen. Die werden Sie bestimmt nicht wählen. Wenn man mit den Polizeibeamten spricht, dann sagen die einem, dieses Gesetz ist ein Geschenk für den Schwarzmarkt, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt Eigenkonsument und wer jetzt Dealer ist. Und das liegt daran, dass zukünftig ein Einzelner 25 Gramm Cannabis mit sich führen darf. Das sind 75 Joints. Zum Vergleich, in Holland darf man nur 5 Gramm Cannabis mit sich führen. Das sind 15 Joints. Ich sage Ihnen eins, für was muss ein Eigenkonsumierend 75 Joints mit sich tragen, wenn er das nicht dealen möchte? Das ist doch absurd, wenn Sie davon reden, dass das keine Dealerei ist. Ihr Cannabis-Kontrollgesetz ist ein Dealerschutzgesetz. Lieber Herr Pilsinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Ja, selbstverständlich. Und ich bitte ein bisschen mehr um Ruhe im Raum, sodass wir auch die Fragestellende als auch den Antwortenden
gut hören können und dass wir ein bisschen die Emotionen runterfahren. Danke. Genau. Sehr geehrter Herr Kollege Pilsinger, Sie haben gerade angesprochen, dass man jetzt die Dealer von den Konsumenten nicht mehr unterscheiden könnte. Jetzt bin ich Juristin und ich stelle mich schon die Frage, woher Sie die Kraft nehmen, das zu sagen. Denn zum Beispiel auch heute ist schon der alleinige Besitz von Cannabis, egal ob es 5 Gramm oder 25 Gramm sind, nicht ausreichend, um jemanden wegen illegalem Handel zu verurteilen. Es braucht immer noch andere Merkmale, wie zum Beispiel Tütchen oder Wagen, die damit dabei sind. Und das wird nach dem Inkrafttreten zum 1.4. genauso sein. Und deswegen frage ich mich, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Also, Frau Kollegin, das zeigt sich schon daran, dass man in Holland die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht zu viel mit sich führen sollte. Und bei uns die Polizei, die sagt ganz klar, sie schauen nach, wie viel haben die. Und es zeigt sich auch daran, dass bei geringen Mengen, das wurde auch vorher schon ausgeführt, die Verfahren eingestellt werden. Es ist absurd zu sagen, dass Menschen zukünftig 150 Joints bei sich daheim lagern sollen, um das selbst zu konsumieren. Das ist doch lächerlich zu sagen, dass das alles für den Eigenkonsum gedacht ist. Sie wollen nur die Dealer schützen und nicht die Konsumenten. Das ist Ihr wahres Ziel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel sagt zu Recht, Alkohol und Zigaretten sind gefährlich. Und deswegen wollen wir Cannabis legalisieren. Wir haben als Union dann eine ganz andere Herangehensweise. Wir sagen ganz klar, wir wollen ein Land mit weniger statt mit mehr Drogen. Und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubatz wieder illegal. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung.